Herzlich willkommen zu Buten und Binnen um 6. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben diese Themen für Sie. Hungerprojekt. Die Matthäusgemeinde fastet. Die Bremer Matthäusgemeinde, die startet ein ungewöhnliches Projekt. Eine Woche lang wollen Gemeindemitglieder so leben wie Menschen in der dritten Welt. Mittags zwei Kartoffeln, abends etwas Brei, heißt die Aktion. Anlass ist der dritte Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen. Die Regierungschefs dieser Welt wollen dort über die Reduzierung der Armut beraten. Die Kartoffeln sind genau abgezählt. Zwei gibt es pro Person. Eine Mahlzeit, die in den Ländern der dritten Welt beinahe einen ganzen Tag reichen muss. Wenigstens eine Woche lang wollen die Mitglieder der evangelischen St. Matthäus-Gemeinde mit ähnlich wenig auskommen. Wir möchten den Leuten bewusst machen, wie es vielen Menschen in dieser Welt geht. So viele Leute haben nicht genug zu essen. Und wenn man nur drüber redet, ist das was völlig anderes, als wenn man ein Stück einer Erfahrung macht, selbst zu verzichten. Mit dem Geld, was jetzt bei den Mahlzeiten gespart wird, sollen Kinder und Jugendliche wie diese aus einem Slum in Afrika unterstützt werden. Die Spenden gehen an ein Berufsschulprojekt für Jugendliche in Kenia. Für 260 Euro kann man ein Kind oder einen Schüler dann ein ganzes Jahr versorgen, im Internat, mit allem, was er braucht, Bildung. Und dann kann er sich nach 2 Jahren eine bessere Existenz schaffen. Die St. Matthäus-Gemeinde bietet noch die ganze Woche verschiedenste Projekte und Vorträge zum Thema Armutsbekämpfung an.